Herzlich willkommen zu diesem heutigen Video. Ich habe endlich geschafft, eine andere Longboard-Firma zu überzeugen, mir Longboards für Reviews zu schicken. Es ist echt nicht einfach, solche Dinge zu bekommen, selbst mit so vielen Abonnenten. Aber ist auch egal, wir fangen direkt mal mit den Review an. Übrigens, am Ende dieses Videos wird es dieses Longboard auch zu gewinnen geben, also schön dranbleiben. Heute stelle ich euch das Longboard Boom Bam der Firma 9060. Der Name klingt schon mal sehr lustig, erinnert mich ein bisschen an die Flintstones mit dem kleinen Bam Bam. Aber kommen wir erstmal zum Aussehen des Longboards. Auf der oberen Seite haben wir ein Standard Grip Tape und in der Mitte ein Rechteck durchgeschnitten, das 9060 Logo der Firma. Wie man sehr schön sehen kann, haben wir hier Drop-Through-Achsen, da sie durch das Board rausragen. Dadurch wird der Schwerpunkt verlagert und das Brett liegt deutlich näher am Boden. Das erlaubt gemütliches Cruisen in der Stadt und hat gleichzeitig bei höheren Geschwindigkeiten eine bessere Straßenlage. Dadurch, dass Nose- und Tailkicks kaum bis gar nicht vorhanden sind, sind Tricks auf diesem Board fast unmöglich. Aber ich sage niemals nie, ich wette, es wird zwar schwer, aber den ein oder anderen Trick ist bestimmt auch damit machbar. Aber das wird sich noch draußen zeigen. Das Board selber ist ein Twin-Tip-Deck, wobei die vordere und die hintere Spitze komplett andere Form haben. Eine ist spitz und die andere eckig. Trotzdem bin ich mir nicht sicher, in welche Richtung ich jetzt das Board fahren soll, vermutlich ist es egal. Im Moment halte ich mich an den 9060 Logo, also rechteckige Form nach vorne. Das Longboard hat drei verschiedene Flexstufen, was ich immer sehr gut finde und ist somit für fast alle Einsatzgebiete, Gewichtsklassen und Altersstufen geeignet. Wie ich bereits sagte, sind die Achsen Drop-Through montiert und auf den Achsen haben wir die Rollen 9060 Wheels mit 69mm und ein Härtegrad von 78A, also Standardrollen. Genauso Standard sind die Kugellager ABEC 5 in der Farbe Silber. Das Brett hat eine Gesamtlänge von 100cm und eine Breite von ca. 25cm. Vorne ist das Teil etwas breiter wie hinten, aber insgesamt ist das Brett eher für Leute mit großen Füßen, da es viel Platz für die Füße bietet. Das Board hat viele Schichten Holz und Teile sind sogar aus Bambus gefertigt, was das Teil leichter macht. Das Design des Brettes ist etwas abstrakt und für mich persönlich etwas überladen, spricht mich nicht direkt an, aber ich denke, das ist auch Geschmackssache, da ich eher schlichte Designs bevorzuge. So, und jetzt testen wir endlich das Teil unter realen Bedingungen. Los geht's nach draußen. Fährt sich super sowohl Freeride als auch Downhill. Natürlich darf die Paradedisziplin Mario Kart nicht fehlen und durch die Auflagefläche fühlt es sich gut an, damit runterzufahren. Danach habe ich noch ein paar Standardtricks versucht und es hat zwar funktioniert, aber es ist doch schon sehr, sehr schwer, das Brett in die Luft zu bekommen. Also für Tricks eher ungeeignet. Und jetzt ist es endlich Zeit, das Teil an einen von euch weiter zu verlosen. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, genau dieses Longboard hier zu gewinnen, also genau zuhören. Dazu schreibt ihr Hashtag 9060 in die Kommentare und schreibt noch dazu, was ihr von diesem Longboard haltet. Besonders das Design würde mich interessieren. Ich lese mir dann alle Kommentare mal durch. Die Verlosung läuft bis zum nächsten Longboard Review. Alle Teilnahmebedingungen, genauso wie den Link zu diesem Longboard, findet ihr unten in meiner Videobeschreibung. Verlinkt. Einfach mal durchlesen. Und Leute, das war ein weiteres Longboard Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Auf dieser Seite kommen wir zum letzten Longboard Review und auf der anderen Seite kommen wir zu der Longboard Schule. Links und rechts findet ihr alle Social Media, wo ich denn vertreten bin. Und direkt unter mir könnt ihr mich kostenlos abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Also, dann Leute, bis zum nächsten Mal.